Herbst ist im Anflug, liebe Freunde, und es wird Zeit, den Schirm zu tauschen gegen ein Schwert und in die Schlacht zu ziehen mit Might and Magic Hero 7. Wir haben es schon angespielt. Los geht's! Das neue Might and Magic Hero 7 steht in den Startlöchern und erscheint am 29. September pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Marke exklusiv für den PC. Wir konnten schon jetzt einen genaueren Blick auf das rundenbasierte Fantasy-Strategiespiel werfen. In diesem Video zeigen wir euch nicht nur zwei neue Fraktionen, sondern auch die Kernfeatures des Spiels. In unserer Preview-Version des Spiels konnten wir in die Kampagne eintauchen und unter anderem die Fraktion Zuflucht anspielen. Hier starten wir mit unserem Held Thomas Wolfe, der von seinem Vater damit beauftragt wird, eine eingestürzte Brücke zu reparieren. Hinter der Brücke sind nämlich noch Ländereien der Wolves, doch nachdem die Brücke repariert ist, stellen wir fest, dass die Warhagens unsere Ländereien eingenommen haben und damit startet das Abenteuer. In dem neuesten Teil haben die deutschen Entwickler von Limbic Entertainment das Beste aus allen Heroes-Vorgängern vereint. So ist zum Beispiel wieder das praktische Skill Wheel von Heroes 4 und 5 dabei, mit dem ihr euren Charakter individuell gestalten könnt. Auch der beliebte 2D-Townscreen ist wieder dabei. Mit ihm können die einzelnen Städte ganz oldschool verwaltet werden. Außerdem wurde Might and Magic Hero 7 auch mit einer neuen Engine programmiert, nämlich der Unreal 3 Engine. Dies ermöglichte neue Wasser-, Wetter- und Lichteffekte. Außerdem haben wir eine lebhafte Welt, die wir als Spieler auch verändern können, um zum Beispiel Wege zu blockieren. Insgesamt bietet euch das Spiel 6 Fraktionen. Eine davon haben wir bisher schon gesehen, nämlich die Zuflucht. Zwei weitere Fraktionen, die übrigens von der Community selbst gewählt wurden, können wir euch hier und heute auch zeigen, nämlich die Fraktion Waldfestung und Dungeon. Beide Fraktionen bieten euch natürlich unterschiedliche Fähigkeiten, Einheiten und Settings. Die Fraktion Waldfestung besteht aus Elfen, die im Einklang mit der Natur leben. Sie nutzen dabei nicht nur altes Wissen und spezielle Zaubersprüche, sondern sie verfügen auch über mächtige Einheiten aus der Natur, wie zum Beispiel den mächtigen Baumriesen oder den Smaragddrachen. Die Fraktion Dungeon hingegen besteht aus Dunkelelfen. Diese wohnen in einem Höhlensystem unter der Erde und nutzen die Kräfte der dunklen Magie. Auch die Einheiten sind entsprechend düster, wie zum Beispiel die dunkle Hydra und der Garde-Minotaurus. Auch das Kampfsystem wurde mit neuen Features ausgestattet. Hier spielt zum Beispiel das Flankieren der Gegner eine größere Rolle. Dies ist sowohl von hinten als auch von der Seite möglich und bietet unterschiedliche Schadensmultiplikatoren. Außerdem stehen auch immer verschiedene Hindernisse auf dem Schlachtfeld, die man taktisch nutzen kann. Insgesamt erwarten euch mit dem neuen Might and Magic Hero 7 über 60 Stunden Spielzeit alleine in der Kampagne. Darüber hinaus gibt es auch die sogenannten Skirmish-Maps und den Duell-Modus, den man sowohl alleine als auch im Multiplayer spielen kann. Alles zusammen also Spielzeit satt und der Winter kann kommen. Am 29. September geht's los, dann erscheint das neue Might and Magic Hero 7 exklusiv für den PC.